Ich hatte neulich ein echtes Aha-Erlebnis. Und zwar habe ich früher mal Napoleon Hill gelesen. Think and Grow Rich heißt das Buch. Auf Deutsch Denke und du wirst reich oder so ähnlich. Und das ist hochgeschätzt bei ganz vielen Leuten, die Methoden verkaufen, um schnell reich zu werden, um sicher reich zu werden. Und dann habe ich gegoogelt und dieser Napoleon Hill, der war nicht reich. Also auch als er starb am Ende seines Lebens, war er gerade mal so durchschnittlich, er ist über die Runden gekommen. Er war nicht reich. Und dennoch ist sein Buch in aller Munde und wird so oft zitiert. Und ich habe nachgedacht und habe so überlegt, woran das wohl liegen könnte, dass er nicht reich geworden ist. Und ich bin auf ganz viele Gedanken gekommen. Zum Beispiel bin ich darauf gekommen, vielleicht wollen die Leute, dass es schwierig ist, reich zu werden. Denn in dem Buch, was da beschrieben wird, was man alles tun muss, um schnell reich zu werden, um sicher reich zu werden, das klingt echt nach Arbeit, nach super viel Gedankenarbeit. Und ich denke mir immer, das kann doch nicht so schwer sein. Es kann doch nicht so schwer sein, so viel Mühe kosten, so viel Arbeit kosten, etwas zu bekommen, was man haben will. Und das Zweite, was ich mir so gedacht habe, war, er hat irgendwie vergessen, dass wir reich werden wollen aus einem einzigen Grund. Weil wir glauben, wenn wir reich sind, sind wir dann glücklich. Und mal ehrlich, das stimmt doch nicht. Es gibt so viele reiche Leute, die sind überhaupt nicht glücklich. Aber ich glaube daran, dass unser Ziel im Leben ist, glücklich zu werden. Und wenn dann dazu gehört zu unserem Glück, dass wir viel Geld haben, ja, dann kommt das. Aber ich glaube, der Fokus darf nicht aufs Reichwerden oder auf den Partner finden oder auf was immer wir glauben, was zu unserem Glück führt, zu liegen, sondern der Fokus muss einfach aufs Glücklichsein gerichtet werden. Und wenn wir das tun, und das ist leicht, weil glücklich können wir immer sein, in jeder Minute, wir müssen nur an was Schönes denken, wir müssen uns was Schönes erlauben, wir müssen empfangen, was andere uns zu geben haben, wir müssen was schenken, damit wir glücklich sind, wenn wir sehen, dass die anderen glücklich sind. Glücklich sein ist ganz leicht, das können wir alle, das ist uns in die Wiege gelegt. Und wenn wir unseren Fokus aufs Glücklichsein richten, dann werden wir auch reich, wenn wir wollen. Ja, wenn unser Wunsch ist, reich zu werden, wenn es irgendwie dazugehört zu unserem Glück, dann passiert das schon. Wenn der richtige Partner dazugehört, dann passiert das schon. Solange wir unseren Fokus aufs Glück gerichtet halten, passiert's. Dann werden wir glücklich und kommt alles in unser Leben, was so dazugehört. Ich glaube, das war Napoleon Hills großer Trugschluss, weswegen er am Ende nicht reich war. Vielleicht war er nicht mal glücklich, das weiß ich nicht. Aber so, was ich euch mitgeben möchte, ist, es ist nicht großartig anstrengend, alles zu erreichen, was ihr wollt. Ihr müsst nicht tausend Methoden anwenden, ihr müsst nicht eure Gedankenwindungen die ganze Zeit beanspruchen und euch darauf konzentrieren, auf das, was ihr wollt. Ihr müsst euch nur darauf fokussieren, glücklich zu sein. Das ist das Wichtigste. Und darum habe ich ein Buch geschrieben, Pia und das Glück, weil die lernt das in dem Buch, sich einfach aufs Glück zu konzentrieren und dann wird man tatsächlich immer glücklicher. Darum geht's.